So, zurück auf der Reise nach Amerika. Er war gerade der Meinung, er bräuchte ein bisschen Frischluft. Dann werden wir uns mal ein bisschen auf dem Schiff umschauen. Wir schauen ja nicht gerade vertrauenswürdig aus. So, irgendwo muss es doch hier hochgehen, auch davon ist die Treppe. Da ist einer so. Ja, mit dem können wir interagieren. Das sollten wir doch mal machen. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Noch mal kurz an den Nebengeräuschen was einstellen. Holt die Nerven ein bisschen, wenn man das da kann. Optionen. Ah, genau. Wo ist denn die Grafik? Steuerung. Danke mal. Effektlautstärke. Bisschen runterdrehen. So. Weiter geht's. So, Treppe sind wir gerade vorbei, aber da ist irgendwas mit Würfelchen, da kann man bestimmt Glücksspiel betreiben. Fanora Anfänger. Was soll man da machen? Stein wählen, mache ich. Kommen wir da wieder raus, weil das ist ein bisschen affig, das Spiel. Taste normale Ansicht. Nein, ich möchte raus. Rücktaste einfügen, verlassen, einfügen. Ja. Keine Ahnung. So, jetzt gehe ich doch mal hoch. Es sind zu albern hier unten. Möwen. Oh, das Wasser ist schön gemacht. So, erzähl mal was. Captain. Mr. Kenway! Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. So adlig. So. Und dann wird alles gut.
Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaßvogel, was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht nicht, Graves. Halt dich da raus! Jetzt mach ihn doch endlich mal fertig! Ich will mein Geld haben! Ja, und jetzt? Los, Bruder! Händeln! Händeln! Mach den Hampelmann weg! So. Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain! Und zur Hölle mit dir, Mills! Auf wessen Seite stehst du überhaupt? So, der Nächste, oder was? Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wird ja, Alter, das gibt's ja nicht. Ihr lernt's auch nicht. Gebt ihr auf? Niemals! Ey! Saftzack! Wie gefällt euch das Messer? Jetzt? Komm her! Was hat das zu bedeuten? Captain! Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway! Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain! Sport! Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. So, überzeugende Vorstellung, würde ich sagen. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Sind das alles Piraten an Bord, hä? Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann... muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen? Zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Zur Kabine, um den Tag zu beenden. Schön putzi. Und bin ich mal gespannt, was es noch hier gibt. So, schreibt ihr da auf?
Die haben so ihren dicken Kitteln, was die getragen haben, müssen die doch Flöhe und weiß der, was alles gehabt haben, ey. Mr. Kenway. Captain. Auf ein Wort. Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Captain Allerwertesten retten. Die Mannschaft befragen sollen. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir noch komisch und Zwiebeln. Hat immer seinen Hut auf und ruhig, da kommt er. Tut, als würdet ihr arbeiten. Kommt doch keiner, ich bin gekommen. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Okay, dann gehen wir mal zum Smoothie. Der ist wahrscheinlich. Oder ist es der Doc? Das ist der Doc, wo er so schaut. Ein Wort, Doktor. Habt ihr einen Moment? Geht es euch nicht gut? Aber nein doch. Ich frage mich nur, ob ihr Anzeichen von Ärger an Bord bemerkt habt. Welche Art Ärger? Ungewöhnliche Klagen oder Beschwerden? Streit zwischen Besatzung und Captain oder Passagieren? Wir sind genau wie James. Ich sagte ihm doch auch schon, dass ich mit meinen Nachforschungen beschäftigt war und nichts bemerkt habe. Und wo finde ich diesen James? Er sucht's in der Kombüse. Nun entschuldigt mich bitte. Also wenn der Koch der Rädelsführer ist, dann würde ich sagen, dann haben sie es abgekupfert von die Schatzinsel. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hazen Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir. Aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwärmt nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Komischer Verein. Also die sind mir alle suspekt, inklusive Captain. Was macht der? Der pennt hier rum. Jetzt schauen wir mal da hoch, was da oben los ist. Guten Abend, Sir. Grüß Gott. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Steuerberater. Ja, nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da ist einer über Bord geflogen, den muss ich sagen. Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Tja, das müssen wir mal untersuchen. Komisch. Hat immer seinen Hut. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht,
dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfest und Zwieback kriegen. Jemand muss mal mit ihm reden. Ne? So, er kennt ein bisschen ab. Was war das da? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist es markiert? Seltsam. Äußerst seltsam. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Was ist denn auf dem Fass? Auf jeden Fall markiert ist es Fass. Ist hier noch irgendwas? Nö. Dann laufen wir mal in die Richtung, wo das... Ja, schreib's mal in der Büchle rein. Fässer verloren gegangen. Das muss ja damals hart gewesen sein, da. Das waren mehrere Wochen unterwegs da. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Ui. Auf die Posten, Männer! Macht die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich mir. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen? Sind es jetzt Piraten, oder wer kommt da? Sichert die Luke! Hathan. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Merkwürdig. Kein Anzeichen von Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Ah, oh, Templer. Nicht dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt. Gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Ist auch schön blöd, dass du mir ein Säbel in die Hand gibst. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Aber ich... Schon gut, schon gut.
ist cool gemacht mit den Wellen, die da brechen am Bug. Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. Aber nicht mehr in dem Teil, sondern im nachfolgenden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.